Herzlich willkommen zurück zu Darkest Dungeon mit Arezu. Ich bin Arezu und ich habe einen Plan. Einen ziemlich gemeinen Plan, das muss ich zugeben. Ich werde nämlich heute tatsächlich mal versuchen, ein bisschen auf Gewinnmaximierung zu gehen. Deswegen lasse ich einen Haufen Leute hier reingehen jetzt. Ohne Verpflegung, ohne Fackeln. Die sollen mir einfach bloß den Loot rausbringen und dann werde ich sie entlassen. Ich bezweifle nämlich, dass einer von denen heil genug am Ende sein wird, um sich mir tatsächlich noch anzuschließen. Ja, so. Die hier sind alle... Na gut, die sind hier nicht wirklich neu, aber was soll's. Ich kann ja nicht nur Nuller haben. Und den hier möchte ich mir ehrlich gesagt aufheben lieber. Vielleicht sollte ich demnächst einfach mal, falls sich das als gute Strategie erweist. So, Gewinnmaximierung bedeutet, wir geben auch kein Geld aus. Los. Das ist sorgsamer Umgang mit Humankapital. Oder nicht sorgsamer, wirtschaftsbewusster Umgang mit Humankapital. Könnt ihr mal in die Bank gehen und die Leute dort fragen, die sagen euch das auch. Okay, das Spiel stürzt beim Starten ab, das Spiel stürzt ab, wenn ich losziehe. Ich hoffe, das entwickelt sich jetzt nicht wirklich zur Routine. Also der Patch scheint der Stabilität des Spiels nicht wirklich gut getan zu haben. Pace out the halls of Neage once familiar. Now, Voren. Gut, dann gehen wir mal los. Am besten wäre natürlich ein kurzes Abenteuer gewesen. Habe ich jetzt nicht wirklich drauf geachtet. Wir machen jetzt mal nicht wirklich ganz extrem, sonst würde ich direkt am Anfang die Fackel ausmachen, aber ich möchte schon durch alle Räume durchkommen, deswegen. Ich will die auch nicht alle immer vorlesen müssen am Ende des Videos, ne? Heilung lohnt jetzt noch nicht. Ja, Blight verteilen. Sehr gut. Besonders weil das so ein starkes Blight ist, das der gibt. Oh. Aber dafür stressen sie ihn. Dann versuchen wir mal, ob wir den direkt wegkriegen. Ja doch, der ist komplett weg. Und... Den hier bringen wir mal nach vorne. Mal sehen, ob man da noch was machen kann. Ja, die gehen direkt wieder so hin, dass er weiter hinten steht. Dann schlagen wir hier mal zu. Zack, nicht schlecht. Und meine Leute weichen gut aus heute. This is how a life is taken. Ja, okay, einen rausmixen, dann versuchen wir das mal. Vielleicht kommt er ja auf Platz 1 raus. Ah, mein. Und chop. Continually onslaught. Destroy them all. Autsch, verdammt. Und zack. As the fiend bleibt falls, nur noch einer. A faint hope blossoms. Der vorher mal ganz vorne stand und der sich jetzt hinten verkrochen hat. Der Feigling. Ah, da kommt er wieder ein Stück näher. Das ist doch nett. So. Ah, ich glaube, die Leichen nehmen jetzt sichtbar tatsächlich die ganze Zeit Schaden. So, ein bisschen Heilung. Nur sehr wenig, aber... Immerhin. Oder das war eben noch ein Blutungseffekt, den ich nicht mehr beachtet hatte. Fuck. Und versuchen wir es nochmal mit Heilung. So. Wenig, aber besser als wenn er nichts macht. So, jetzt haben wir sogar ein bisschen Essen erbeutet. Bitte sehr. Und da war eine Falle drin. Da hat er sich vergiften lassen. War auch doof, dass ich den jetzt etwas aufmachen lassen habe.
Da ist unser Neugieriger. Oder? Ist er neugierig? Nee. Diebisch. Kleptomanisch. Oh, nee, aber das war's nicht. Moment. Ah, er ist vom Paranormalen, also vom Übernatürlichen besessen. Okay. Ja, irgendwas in der Art hat er eben gesagt, ne? Ich habe nicht wirklich drauf geachtet jetzt, ne? Und was haben wir hier? Gold, sehr gut. Also bisher scheint die Expedition durchaus ihren Zweck zu erfüllen. Oh verdammt, das gibt eine Menge Stress. Den wird es am Ende schon gut gehen. Da bin ich mir ganz sicher. Gut, eine Falle, aber damit kommt man klar. So. Okay, das sind ein paar leichte Gegner, das ist gut. Hier machen wir mal die Medizin. Oh, ein Crit, sehr gut. Und zack. Confidence surges as the enemy crumbles. Und zack. Oh, verdammt. Und zack. Bei denen ist gut, sobald man trifft, sind die eigentlich besiegt. Man muss bloß erstmal treffen. Ah, mit dem Blight-Widerstand, sehr gut. Der hat den Blight nicht widerstanden, aber das können wir ja gleich löschen mit unserem Doktorchen. Also der Kampf ist gerade gut, weil er den Stress hier reduziert ein bisschen. So, hier kriegen wir das Blight weg. Ist ja nicht so, dass der hier Heilung brauchen könnte. Oh verdammt, der hat tatsächlich was überlebt, aber nicht wirklich. Finish him. Macht mehr Schaden gegen Gestante, darauf bezieht sich das aber trotzdem. Ja, nett. Wirklich nett. Weniger Chance, dass die Gruppe überrascht wird und dafür nur ein Speed weniger. Dadurch, dass ich nicht glaube, dass es... verdammt. So, mal sehen, wenn hier ein... Ja, okay, hier ist ein Raumkampf, das heißt, wir gehen dort auf jeden Fall hin. Wir wollen ja den Loot. Und es gibt plus Loot. Und wir überraschen die Gegner trotzdem noch. Die sind wahrscheinlich überrascht, dass jemand so doof ist, hier tatsächlich im Dunkeln rumzustapfen. Und zack. Nummer 1. Und zack. Okay, der überlebt. Aber nicht mehr lange. Zack. Oh, und Crit, sehr schön. Leider überlebt hat das noch. Aber der Stresslevel wird sehr schön reduziert hier. Oh Gott, aber dafür nimmt er sehr viel Schaden. Oh Gott, oh Gott. For the slightest lapse in concentration. Zack. Ah, hör auf mit den Crits, Mensch. Das ist nicht nett. Nicht nett, nicht nett. Okay, 4. Hiermit macht man mit sehr selten Schaden. Ja, okay. Und wenn jetzt noch das Blight hinhaut, sehr gut, damit ist er erledigt. Das war tatsächlich so geplant. Damit haben wir gewonnen. Das gibt Loot. Loot ist gut. So, ja, okay. War jetzt nicht wirklich nötig, aber da kein Buff oder sowas geben kann, wenn wir den nächsten Kampf gut überstehen. Ja, er spürt die Arbeit von Geistern, deswegen belastet sich so. Krankheitsresistenz für Doktoren, das ist schön. Der hat ja schon Zeug. Oh, warum habe ich dem denn Zeug anvertraut? Da habe ich ihn wohl noch nicht als so nutzlos angesehen, wie ich es jetzt tue. Dass ich ihn tatsächlich hier auf die Todesmission sende. Naja, ich meine, das hier ist ja auch eine ziemlich coole Fähigkeit. Ziemlich starker Blight, den man verteilen kann, gleich an zwei Leute. Aber
Achso, ne, der ist nach vorne gegangen, deswegen ist das Light jetzt vorne. Ich habe es kurz übersehen. Ah, verdammt. Jetzt hört auf, den Tank zu hauen. Sonst muss er sich auch noch irgendwann heilen, das wäre doof. Hau mal den hier. Danke sehr. Und du mach mal mit. Danke sehr. Oh oh, so langsam brauchen wir hier mal Heilung. Einmal Heilung bitte. Reicht. Und das reicht wieder, um ihn an das Tor zu kriegen. Und ja, kraftvoll oder machtvoll. Sehr schön. Wut ist Kraft. Entfessle sie. Sehr schön. Ha! Ihr glaubt doch nicht, dass ihr den Mächtigen hier erwischen könnt, oder? Tja, Heilung hat er leider nicht, aber das hier kann er machen. Oh, sehr nett. Der hat all meinen Leuten Kraftbuff gegeben. Das hatte ich bisher auch noch nicht. Ziemlich cool. Ich hoffe, das hat jetzt jeder. Also etwas in der Art, nicht jeder das gleiche. Das wäre langweilig. Und damit ist der erledigt. Sehr gut gemacht. Wir haben sogar ein bisschen Essen gefunden. Mehr Scouting-Chance bei niedriger Fackel. Und mehr Fallenentschärfung für den Hundemeister. Haben wir ja sogar einen bei. Achso, Moment mal, der war an der Position. Achso, ich hoffe, dass 2 jetzt reicht, damit so beim... Na, wo haben wir's denn hier? Na, nimm. Oh, Entschuldigung. Klar. So, nimm. Oh, verdammt, es ist tatsächlich aufgebraucht worden. Und Blight, ganz klasse. So, wir können immerhin... Ja, okay, 2 reichen genau aus, damit niemand Stress bekommt. Das ist gut. Blutung kann man hiermit loswerden. Gut, hat jetzt keiner, deswegen machen wir das. Stressreduzierung für den ist ganz gut. 40 Heilung, dafür aber mehr Stress. So. Und wenn wir dann noch genug haben, dann können wir das wieder reduzieren. Mal sehen. Scout Chance. Mehr Schaden gegen Leute mit der Größe 2, okay. Das werden wahrscheinlich die Großen, aber nicht die Bosse sein. Hiermit kann ich 20 heilen. Das kostet 2 Zeiteinheiten. Das hier kostet 3. Nein. Okay, machen wir das hier. So. Alles gut. Dann haben wir nichts mehr übrig, ne? Dann könnt ihr euch jetzt ausruhen. In Radiance may we find victory. Ja, jetzt gibt es wieder ein klein bisschen Licht, das ist in Ordnung. Hier kommt gleich ein Kampf. Der hat jetzt eine 10 Genauigkeit bis zum nächsten Camp, das ist sehr schön. Hier haben wir einmal Medizin. Damit ist das Blight weg. Der Buff aus dem letzten Kampf ist noch da, das ist auch schön. Das ist jetzt nicht schön. And now the true test. Hold fast or expire. Und zack. Oh, sehr schön. Und zack. Ah, verdammt, jetzt ist das hier ein bisschen kritisch. Success so clearly in view.
Ja, hoffen wir, dass es dem gut gehen wird. Wenn eine Falle kommt, solltet ihr auf jeden Fall Lile. Oh Gott, ich hoffe wirklich, der stirbt nicht. Den Namen immer auszusprechen wäre extrem stressig. Aber momentan ist der einzige in Gefahr, ja, Phyton. Und jetzt geht's hier lang. Hier wird's wieder gefährlich. Neue Gänge. Und... Weird Explorer, yay! Jetzt ist er... hat er eine größere Scouting-Chance im Weird-Gebiet. Gut, mal sehen. Der hat Falle 40 gegen Falle 70 durch den Buff. So. Also nicht durch den Buff, durch das Item. Und kommt ein Kampf? Nein, Scouting, sehr gut. Ein kleiner Kampf und hier haben wir gar keine Raumkämpfe überall. Dann gehe ich hier lang und hier rum. Oh verdammt, die war zu sehen. Ich habe gerade auf die Minimap geguckt. Was? Pass doch mal auf, Mensch. Das kann gefährlich sein. Du bist schon so gut wie tot. Du Depp. So. Obwohl, wenn ich hier so lang gehe, dann arbeite ich auf jeden Fall alles ab. Obwohl, so ja auch, ne? Falls ich dann noch Kraft habe, um hier hochzugehen. Ah, verdammt, das gibt Stress für alle. Oh! Ja. Armer Phyton. Natural Swing. Mehr Genauigkeit. Yay. Verdammt, ist jetzt so doof, dass da tatsächlich einer weggestorben ist. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte nur, dass er ganz viel Zeug mitbringt. Das ist jetzt nicht wirklich ganz viel Gold, was da drin war. Ich meine, okay, es war Gold, immerhin. Okay, hier haben wir einen Kampf, das ist gut. 3 gegen 1, mal sehen, ob wir das überleben. Hoppala, das ist das Falsche, das hier wollte ich machen. Zack! Crit 1, yay! Ah, okay, aber der Crit-Effekt hat dafür gesorgt, dass es hier 5 Runden anhält. Oh oh, das ist der Store. Und zack. Verdammt, der überlebt. Und der Store wieder. Das ist jetzt ganz doof. Wir haben 2 an der Store. Das ist jetzt ganz doof. Wir haben 2 Tote. Ja, okay. Nach dem Kampf gehen wir raus. Aber nein, jetzt machen wir mehr Schaden. Das ist doch schon schön. Und jetzt ist es nur noch 2 gegen 3. Aber... Oh oh. Nicht auch noch den guten Stun, das ist nicht gut. Oh, der macht nichts. Warum nicht? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Er hier kann falls er in der richtigen Position noch ist. Nein, leider nicht. Dazu müsste er in den hinteren beiden Plätzen sein, die es ja gar nicht mehr gibt. Dann den trifft er nicht, das ist schlecht. Oh Gott, oh Gott. Gut, der ist weg. So, gut. Jetzt haben wir ihn hier auf der Store. Du heilst dich mal bitte. Oh, offenbar wird der Wille nicht getestet, wenn er schon auf Powerful steht. Sehr gut. Nein! Was soll denn das? So.
So. Okay, jetzt habe ich beide in Schlagreichweite. Aua. So, und... Zack. Tja, wir haben einen Helden, der zurückkommt. Das ist doch schon mal was. Ich heile ihn jetzt mal sicherheitshalber die... Oh Gott! Nein, tu es nicht. Tu es nicht. Oh. Okay. Tu es nicht. Tu es nicht. Oh. Heil dich. Sehr gut. Und zack. Puh. Tja, das ist das beides, was mein Doktor bei hatte. Und hier haben wir eine Falle. Theoretisch... Ich würde gerne die Mission erfüllen. Theoretisch kann der ja das hier noch überstehen, ne? Ich meine, das ist ein toller Kämpfer. Oh, welchen Stun, das ist gemein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, 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 nein. This is no place for a foolhardy. Warum tue ich das? Great adversity has a beauty. It is the fire that tempers. Ich hätte eine ganze Menge Geld zurückbringen können. Aber nein. Ich will noch die Mission schaffen. The degeneracy of the hamlet is nothing, I fear. When compared to the condition of surrounding acres. Okay, Abbey, achso, Dumont ist zurück. Espec hat Godfeeling, ich glaube, das hatte die schon vorher. Hm. Die hat keine Angst mehr. Verdammt nochmal. Es hätte gut funktioniert. Okay. Ich gehe irgendwo hin, wo ich nicht Leute den Tod schicken kann. Und halte eine Gedenkminute für die Gefallenen. Unter anderem Mussegroß, Garin, Ludel... Wieso unter anderem? Ich zähle ja alle auf. Ekulan, Port, Tabraham, Dismas, Bonnenfan, Brinon, Weifers, Bochart, Hauwil, Holland, Torrel, Karnet, Watau, Watau, Dormel, Mussegroß, Nummer 2, Bachheiler, Howard, Bajol, Kauki, Leile, Monty, Quet, Fitton und Neuers. Die letzten vier gerade eben gestorben durch meine Dämlichkeit. Gut, ich hoffe, es hat gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Ihr könnt gerne Kommentare da lassen. Und wenn ihr auch zu den treuen Helden gehören wollt, die irgendwann vielleicht hier landen und wenn nicht ganz große Helden sind, deren Namen man noch in Jahrhunderten sprechen wird, dann schreibt in den Kommentaren. Ich verspreche, ich werde euch nicht auf solche Selbstmordmissionen wie eben mitnehmen, aber ich werde dann die von euch gewünschte Klasse nehmen, nach euch benennen und favorisiert mitnehmen. So, das war's. Lebt wohl, kommt wieder. Adios.